Hallo zusammen und damit heiße ich euch so kurz vor Weihnachten ein letztes Mal für dieses Jahr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Wie bereits erwähnt, ist morgen Weihnachten und da dachte ich mir, weichen wir doch mal ab von dem, was ihr sowieso schon das ganze Jahr jede Woche mittwochs von mir um die Ohren bekommt, ab und blicken in dieser Folge mal auf 2020 zurück, auch wenn wir uns da wahrscheinlich einig sind, dass 2020 wohl nicht so das tollste Jahr war. Wir sind übrigens Urbex LE direkt aus Leipzig. Und heute zeigen wir euch eure 11 beliebtesten Videos. Und bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Anmerkung. Es geht hier lediglich um die Videos, die ich dieses Jahr hochgeladen habe. Auch wenn beispielsweise unser Video vom Praktiker Baumarkt besonders gut geklickt wurde. Ich blende euch auch immer dazu den Link zum kompletten Video ein. Und nun würde ich sagen, fangen wir am besten an. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf Platz 11 findet ihr die Schlieder-Wohnhäuser. Zwei Gebäude, die durch Emily Bertha, geborene Schlieder, gebaut wurden. Frau Schlieder selbst erbte 1899 die beiden Grundstücke an der Lützner Straße 118 und 116 hier in Lindenau, auf welchen sich vorher die Gärtnerei und das Wohnhaus von Ernst Merker befand. Nach seinem Ableben entstanden zwischen 1908 und 1912 die beiden hier gezeigten, heute denkmalgeschützten Wohnhäuser. Ab Mitte der 90er Jahre standen die Gebäude etwa 20 Jahre lang leer und auch wenn dieses Video erst dieses Jahr erschien, schauten wir uns die beiden Häuser bereits 2015 an. Mittlerweile sind zum Glück beide Wohnhäuser aufwendig und ziemlich teuer saniert und bereits auch wieder bewohnt. Auf Platz Nummer 10 findet ihr die Rudolf Wolf AG, eine Firma, deren Geschichte selbst zusammengekürzt den Rahmen dieses kompletten Videos hier sprengen würde. Kurz und knapp handelt es sich hierbei um eine interessante Maschinenfabrik, die auch zu DDR-Zeiten unter dem VEB Georgi Dimitrov weiterlief und viele, viele hunderte Mitarbeiter beschäftigte, ausbildete und teilweise ihr ganzes Leben lang begleiten sollte. Aber auch hier kam nach der Wende leider das Aus. Schaut euch dazu am besten mal die komplette Story an. Das Video ist wirklich sehr informativ. Ich lege es euch ans Herz. Von euch auf Platz 9 geklickt, die Erkundung der Schuhmanufaktur aus Folge 66.
Bei diesem Objekt handelte es sich um eine Zweigstelle einer Firma, die über Jahrzehnte vor allem Knaben-, Herren- und Arbeitsschuhe fertigte. Auch Damenstiefel wurden hier hergestellt. Im Inneren erinnerte leider nicht mehr allzu viel an diese tüchtigen Tage. Das lag vor allem daran, dass nach der Wende, so vermuten wir, der Besitzer einer Eiskaffeekette sich hier breitmachte und sein Zeugs drin lagerte. Das ist übrigens bis heute hier eingelagert und entsprechend sieht's dort so aus. Aber schaut am besten selbst mal rein. Nummer 8 beinhaltet eine Untertageverlagerung, die es echt in sich hatte und heute unter Denkmalschutz steht. Genutzt wurde sie ab Dezember 1939 durch den Führungsstab der Wehrmacht und des Heeres. Nach dem Krieg versuchte man, die großdimensionierte Anlage zu sprengen und unbrauchbar zu machen, was nicht so recht funktionierte, wie man sich das erhoffte. Da jegliche weiteren Versuche allerdings im Vorfeld schon unverhältnismäßig waren und später für sinnfrei erklärt wurden, ließ man von der Anlage ab. Und sie blieb so halb mehr oder weniger zerstört zurück. Bis heute kann man sich hier viele Sachen noch anschauen und selbst unter Tage sind einige Teile dieser Anlage noch intakt. Kein Wunder bei mehreren Meter dicken Betonwänden. Thank you.
Auf Platz Nummer 7 befindet sich mein persönlicher Favorit. Nicht von den Aufnahmen, dafür ist es einfach zu lange her, aber von der Location. Wir zeigten euch in Folge 46 das Hotel und Restaurant Bayerischer Hof, welches damals ziemlich zerstört einherkam. Das Gebäude wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und hatte über die Jahrzehnte zahlreiche Eigentümerwechsel, verschiedene Kneiper und sogar einige verschiedene Geschäfte im Erdgeschoss. Auch zu DDR-Zeiten waren die Zimmer immer gern gebucht, vor allem weil man hier recht günstig und trotzdem zentral in Wurfnähe zum Bahnhof residieren durfte. Es ist übrigens das einzigste Erkundungsvideo auf YouTube von diesem verlassenen Ort, also schaut da am besten mal rein. Erst kürzlich gezeigt befindet sich auf Platz 6 die Theaterfabrik Sachsen, ein Kulturort, der leider einem Säure- und Brandanschlag zum Opfer fiel. Ursprünglich geht die Anlage auf den zu DDR-Zeiten Farben und Lacke produzierenden VVB Lacke und Farben Leipzig zurück, doch die Geschichte geht noch viel weiter. Schaut doch am besten mal auch in dieses Video rein, es beinhaltet einiges an Geschichte für euch.
Auf Nummer 5 schaffte es die Schokoladenfabrik aus Folge 41. Eine zugegeben sehr zerstörte Anlage, deren Geschichte aber auch weit zurückreicht. Zu DDR-Zeiten produzierte man hier viele bekannte Süßigkeiten und auch nach der Wende stellte man hier Süßwaren her, auch wenn immer noch nach dem Vorbild der DDR. Heute ist davon allerdings nicht mehr so viel übrig. Vieles war bereits zerstört, rausgenommen, geklaut und so weiter und so fort. Und ob Denkmalschutz die Anlage auch in Zukunft erhalten wird, ist auch so eine Frage, denn auf dieser Liste der denkmalgeschützten Gebäude taucht die Fabrik leider nicht auf. Schaut doch am besten mal in diesen Clip rein, es gab einige tolle Aufnahmen, wie wir finden. Auf dem vierten Platz ging es ebenso wieder unter Tage. Wir zeigten euch einen absoluten Zufallsfund. Meistens gehen eben solche Treppen nach unten zwar runter, aber dann steht man meist auch schon vor verschlossenem Eingang oder zugemauerter Tür. Wir hatten eben in diesem Fall mal richtig Glück. Allerdings war im Inneren auch nicht allzu viel von der Geschichte erkennbar. Im Objekt hatte man vermutlich Arbeiter der Deutschen Reichsbahn untergebracht. Was sie dort allerdings genau getan haben, bleibt ein Rätsel. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen Kommandostand, der mit bis zu 6 Personen betrieben werden konnte. Warum man das ausgerechnet in einem Bunker tat und nicht im nahegelegenen Bahnbetriebswerk, das konnten wir leider nicht herausfinden. Dennoch war es, wie gesagt, sehr interessant, da man meistens eben in solchen Anlagen gar nichts findet oder die Anlagen meistens verschlossen sind.
Nun befinden wir uns endlich in den Top 3 und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Drittplatzierten in eine ehemalige Sekundarschule, in der man vermutlich ab den 70er Jahren Kinder und Jugendliche unterrichtete. Erst ab den 90er Jahren hat man hier von der 1. bis zur 7. Klasse unterrichtet und das Schulsystem war sichtlich etwas unterschiedlich zu dem, was man aus DDR-Zeiten kannte. Im Inneren waren die Räume auf jeden Fall fast leer. Fast immer lag irgendwo etwas Müll rum, ganz zu schweigen von Vandalismus, je höher man kam. Dennoch fanden wir einige Wandbilder, aber ich würde sagen, schaut am besten selber mal in den Clip rein. Es war doch insgesamt recht interessant, auch wenn die Informationen recht rar waren. Von euch auf Platz 2 geklickt, unser einziger Zweiteiler dieses Jahr. Das Georg-Christoph-Lichtenberg-Gymnasium und seine zwei Schulgebäude. Ein riesiger Glücksfall für uns. Etliche Male haben wir gehofft, irgendwie in diese Gebäude hineinzukommen, aber immer war alles zu. Doch unsere Geduld sollte sich am Ende auszahlen. Irgendwann stand halt doch mal ein Fenster offen und wir konnten unwiederbringliche Aufnahmen mitbringen. Die Schule war ein absoluter Traum. Komplett eingerichtete Klassenzimmer und Kabinette, wie man sie vom Chemie- oder Physikunterricht kennt. Und das alles aus dem Originalschulbetrieb, der zu diesem Zeitpunkt schon über 10 Jahre eingestellt war. Ansonsten gab es im Gebäude viele, viele Einlagerungen und Utensilien aus dem Schulbetrieb. Vandalismus und Co. konnten wir hier fast nicht finden. Die Schule war ein absoluter Traum für jeden Lost Placer und urbanen Erkunder. Schaut also hier unbedingt mal rein.
Nun kommen wir zu unserem und auch zu eurem Platz Nummer 1 und es war für mich von Anfang an klar, welches Video das sein wird. Kein Video wird durchgängig so gut angeschaut wie unsere Folge 61, das Spaßbad Blub. Zugegeben hatte dieser Ort nicht allzu viel zu bieten außer Story. Es war wildes Treiben auf der Anlage, auch wenn man sich hier besser nicht aufhalten sollte, wenn es nach der Berliner Polizei geht. Für Unsummen gebaut kamen hier jedes Jahr über 500.000 Besucher her und das nicht ohne Grund. Es gab hier fast alles. Ein Restaurant, Einkaufsmöglichkeiten, Saunen, Whirlpools, ein Fitnessbereich, sodass der Badespaß fast schon eine Begleiterscheinung war. Leider hatte man hier später in einigen Bereichen immer wieder Probleme mit der Hygiene, sodass das Gesundheitsamt einige Teile immer wieder schließen musste. Doch schaut am besten selbst in unser Video. Es war ein interessanter Ort, den wir euch unbedingt mal zeigen wollten. Das soll es jetzt von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch vielleicht das ein oder andere Video zeigen, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Im Anschluss gibt es, ja, vielleicht ein paar Bilder, aber ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, verbringt ein paar schöne Tage mit euren Familien, so lange wie es geht. Und wir hören uns dann hoffentlich gesund und munter am ersten Mittwoch im neuen Jahr. Also rutscht gut rein, habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich bedanke mich für ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Jahr mit vielen neuen Abonnenten. Schaut immer wieder rein. Es gibt einiges Neues zu entdecken und ich kann euch sagen, im nächsten Jahr wird auch weiterhin sehr, sehr, sehr viel Neues kommen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, bleibt gesund, macht's gut, bis bald und ciao.